Moin, willkommen zurück zu Dragon Quest Heroes. Lang ist es her, weil ich musste ja nochmal meinen PC aufsetzen, beziehungsweise habe ihn aufgesetzt und erzähl gleich ein bisschen was dazu. Well, this don't look too clever. Old Brickface over there ain't gonna let us through, is he? We're not gonna get in with him on the door. If the Guardian will not allow us to pass, then we must pass through the Guardian. Ich musste meinen PC nochmal neu aufsetzen, beziehungsweise habe ihn neu aufgesetzt, weil, boy, ich dann ein paar Probleme hatte und naja, deswegen kam ich auch leider nicht zum Aufnehmen, großartig. Und ich muss jetzt erstmal in Dragon Quest Heroes ein bisschen reinkommen. Ah, so weiche ich nochmal aus, okay. Eieieiei. Ground Shaker! Earthbreaker! Das ist der Grimm Golem. Thunderous Rockfall! Bam! So. Bam, Alter! Wow! Eieieiei! Der macht ja Terror! Der große Dicke. Das ist eigentlich dieser Standard-Golem, nur dass er halt ein bisschen mehr aushält, ein bisschen mehr austeilt. Ach, scheiße. Vincent. Damn you. Vincent ist tot, aber wir haben ja noch Yggdrasil-Blätter. Der ist kein Zuckerschlecken irgendwie. Vielleicht bringt der Sexy ihm was, aber warte mal. Ich brauche mal hier Heilung benutzen. So. Ich vergesse immer ständig, dass ich die Dinge habe, weil ich nutze es nicht so oft. Im Großen und Ganzen komme ich durch die Kämpfe meistens eher durch, ohne zu sterben oder komplett Game Over zu gehen. Wobei ich die hohe Konzentration habe, ist mit dem Feierabend, aber da müssen wir auch erstmal hinkommen. Hm? Wo soll denn hin? Da. Uiuiui. Aber er hat nicht mehr viel, er ist bald down. Er hat was fallen lassen. Heilung. Nice. So. So, jetzt ist fertig hier. So, gleich kriegt er dann den finalen Hieb. Und komm, klappt zusammen. Reicht das vom Schaden her? Nö, natürlich nicht. Er ist ein widerstandsfähiger Bastard hier. Warum leuchtet er auch so grün? Was ist mit dem? Hat er einen Buff oder was? Kann ja gut sein. Jetzt ist er kaputt. Gut. Wir alle noch auf ihn draufschlagen in der Slow-Mo. Während er fällt. Beziehungsweise auseinanderfällt. Gut. Something strange is afoot with our sparring partner. Oh nö, oder? The fuck? Alter, was ist los mit dem? Ich mach dem nur einen Schaden. Wo schlag ich irgendwas? Irgendwas scheint ihn zu schützen. Ah, ja, ja. Oh, nicht gut.
Maximalheilung. Heilung habe ich sonst keine mehr. Das zieht mich an, ich komme nicht weg. Ich mache dem irgendwie keinen Schaden. Warten wir um. Das mache ich falsch. Uiuiui. Mein Charakter wechseln. Er hat bald seine ultimative Attacke voll. So, gucken. Nee, das macht trotzdem nicht mehr Schaden als vorher. Was? Ach, der hat mich rausgeboxt. Du Sackgesicht. Okay, mal schauen, ob das jetzt irgendwie mehr bringt. Weil ich glaube, ihn runterstoßen kann ich gar nicht. Und auch nur einen Schaden. Habt ihr das gesehen? Ja! Man kann ihn doch runterschmeißen. Geil. Das war's. Das ist der Trick. Uiuiuiui. Der war nicht ohne hier. Der Boy. Good Boy. Das war wirklich dieses Mal dem Himmel sei Dank. Dieses große Glocke hat eine echt Angst angejagt. Keine Sorge, du bist jetzt in Sicherheit. Ich glaube nicht einmal, er erholt sich von seinem Fluganlage. Ja, das wage ich zu bezweifeln. Leider ist die Krone aber tatsächlich bereits vom Feind infiltriert worden, so wie es aussieht. Donnerwetter! Im Inneren werden uns gewiss weitere mächtige Ungeheuer warten. Wir müssen uns auf alles gefasst sein. Irgendwas freigeschaltet, Kämpfer der Krone. Ah, er wieder. Das war ja klar. Wer dahinter steckt. So, my dear Lightlings. At last we meet again. Wait, isn't that him? You know, the one from the arena in Colosseum. It sure is. I've been looking forward to this. A moment. Ah, but of course. The self-satisfied swordsman. So, despite your protestations to the contrary, you were with the Lightlings all along. Nope, but I signed up with them. Figured they'd lead me straight to you. And they sure didn't disappoint. Time to pick up where we left off. Let's go! Please do desist. Prior to combat, let us make inquiries of him and determine his identity. Seconded. And I would know what business he has with us Lightlings. Do not fret, little ones. I mean to tell you everything. To begin, it seems only right that I introduce myself. I am Velasco. Last and greatest king of the Children of the Night. The Children of the Night? Isla spoke of a force. I take it your people stand against the Children of the Light. So, you have learned something of the world's true nature since last we met. If so, you must have also learned of the centuries of oppression my people have suffered at the hands of your forebears. A long, long time ago, under the guidance of the goddess, your noble ancestors conspired to attack the father of the Children of Night, the Great Black Dragon. By their treachery, my master was robbed of his strength and sealed away against his will using the power of Yggdrasil, the World Tree. After this, the world was flooded with light, and only light. And monsters began to forget their eons-old enmity with man, becoming little better than sniveling lapdogs. What? Are you saying that
monsters are meant to attack humans. I refuse to believe it. It's not in their nature. How wrong you are. It was not just the monsters your kind corrupted, my dear. The very fabric of the world itself was warped. Warped by the unjust actions of the Children of Light. I crave but one thing. That the natural balance be restored. That the darkness be allowed to retake its rightful place Stop in the him. World. He's going to hurl that thing at Yggdrasil. Not if I can help it. No, wait! My dear Lightlings, you make it too easy. What? Heaven! Come on, break! Free! This altar is a thing most sacred. Only the Children of Night and Light may approach it. What better place than this to set my trap? Lightlings, witness the power of the Circle of Night. The only way to plunge Yggdrasil into darkness is to plunge the Children of Light into darkness also. Now, down you go. To the blackest depths of night. No, I won't let you do that. It's time for the slime to shine. What in? An amusing interlude, but just a little too far-fetched. As if a heel slime would bear the Circle of Light. What joy! What pleasure! What sweet satisfaction! Now, Lightlings, let your minds and your bodies drink in the darkness and relinquish your hold over the World Tree. It will not take long for the blackness to seep down and gain a stranglehold on Yggdrasil's roots. And when it does, that detestable seal will be broken. And my master, my god, the great black dragon shall rise again! Listen. You have to promise. Promise me. You'll never let him win. Spent the last of her strength so that I might escape. Cool, blimey! He never rains, but he pours, eh? This looks bad. There are more arriving by the second. We have to get out of here now. Come on, this way. The end is dead. Excessively high. Well, there ain't no turning back. What do we do now? A second too soon. All right, everybody. I think it's time for us to go. From this place? But surely you do not intend to jump? It's all right. There'll be no need for anything so dramatic as that. Das war eine lange Sequenz, aber ja, sie hat uns ein bisschen Aufschluss darüber gegeben. Ja, Rita hat sich selber geopfert, beziehungsweise ist nun fort. Crikey, everyone's so upset. Can you blame them? They've just seen someone they hold dear wrenched unfairly from them.
Why her? If only I had devised an adequate strategy, I might have been able to stop her. This is no time to be blaming yourself. If anyone is at fault here, it is I. Surely not, sir. In this world of ours, there live certain stout-hearted souls. Warriors, charged with the sacred task of protecting the children of the light. Guardians. And I, your humble king, count myself among their number. Being such, it has ever been my sworn duty to protect the two of you, come what may. You, sire, a ruler of men, charged with protecting mere soldiers such as ourselves. Just so. All the rulers of my line have held this selfsame honor. And yet, alas, I was unequal to the task. I failed in my duty, and one of my charges came to harm. No! Ma! I shall dwell no more on such woes! Not while a glimmer of hope yet remains! You mean, she may not be lost to us? Might there yet be a way to save her? I know not, but there can be no harm in seeking counsel. The goddess may yet provide. When you say the goddess, would I be right in thinking you mean the same goddess who sealed away the dark dragon? Do me a lemon. What chance you got of speaking to a bleeding goddess? There is a place in this wondrous world of ours where the children of light may go to hear her speak. A sacred tower known as the Pinnacle of Light. I have never visited the hallowed spire myself, but legends tell that at its very top stands an altar wherein the goddess dwells. If there is a chance, however remote, that she and Yggdrasil might yet be spared. You must journey thither, and I for one shall journey with you. And I, noble friend, I will adhere to you until our journey's very end, as shall we all. Well, is this not so, friends? Hey. Truly we are blessed! Never were there more dependable companions! Come, friends. To the Pinnacle of Light! Das war sehr rührend. Ja, also. Fakt ist, Rita wurde von diesem... Ich habe seinen Namen vergessen. Ich habe wieder Eierhals. Mit in die Unterwelt gerissen oder wohin auch immer, ich weiß es nicht. Ja, und jetzt besteht unsere Aufgabe hin, zum Turm des Lichts zu kommen und einen Weg zu finden, Rita zu retten. Ein Teammember wurde uns aus den Händen gerissen. So, jetzt lass mich doch mal gerade schauen. Talentpunkte haben wir keine dazu gekriegt. Großartig. Sie hat hier was. Hello, Ducky. Gibt's denn Neues? Ach, sie hat neue Kugeln. Aber ich habe gut was an Kohle. Ich habe 14.832 Gold. Woher auch ich immer das habe. Weiß es nicht, ob mir der Kampf gerade so viel eingebracht hat. Aber ich kaufe mir erstmal ein paar Waffen. So. Die Greifenkralle für Vincent gibt 14 mehr Angriff. Geil. Die sieht gut aus. Ja. Oh yo. Die nehmen wir mal hier. So. Lucien hat schon das Platin-Schwert. Das ist das Beste, was er haben kann. So, Doric hat auch schon die Königskeule. Eila hat aber noch nicht den Metallflügel-Bumerang. Deswegen kriegt sie den jetzt. Boah, der sieht gut aus.
Also das Waffendesign gefällt mir ganz geil. Gefällt mir ganz gut. Wie sie sich bewegt. Okay, jetzt sind wir pleite, aber wir können ja noch gerne was verkaufen. Etwas, das wir nicht mehr brauchen. Brandklinge. Ja, die ist schon alt. Ja. So, ich habe gedacht, ich kann beide verkaufen auf einmal. Muss ich also einzeln auswählen. Haben wir hier noch? So, magische Chakram. Weg. Change. Okay. Was ist hier noch so? Halt. Zauberschild. Na klar. Der von Rita. Den brauchst du jetzt auch nicht mehr. Okay. Damit habe ich wieder 9000 Flügelchen. Cool, das sind Rins. Okay. Was haben wir hier noch? Die Handschuhe. Kann ich mir leisten für sie. Für Alina, machen wir mal. Ja. Wir rüsten unsere Members immer aktuell aus, so gut es eben geht. Mit dem, was ich an Kohle habe. So, hat er schon hier? Nee. Den heiligen Speer hat er nicht. Dann verkaufe ich mal die Handschuhe, die sie vorher hatte. Auch nochmal ein bisschen was an Kohle zurück. 2450. Ja. Okay. Mehr kann ich mir aktuell leider nicht leisten. Sie hat noch was hier für uns. Das ist nur eine Mission wahrscheinlich, oder? Ja. Busy was. Aber, habe ich Mission geschafft. Leider nicht. Dann nehmen wir mal Match an. Ich kann keine mehr annehmen, da ich voll bin. Okay, dann hat sich das erledigt. Habe ich noch ein paar Medaillen, die ich abgreifen kann, Titel einfordern. Ich habe ein Achievement doch eben gekriegt. Dafür kriege ich doch was, oder? Ja, hier die Achievement da unten, bis da, ne? Okay. Monsterbekämpfung, wie sieht's da aus? Kein Fortschritt. Nein. War für den Golem eben, muss ich doch auch was kriegen, oder nicht? Scheint hier nicht angezeigt zu sein. Oder sehe ich gerade was? Doch, hier. Ah, Ausnahmetalent. Für die Anwendung von insgesamt 1000 Zaubern oder besonderen Talenten. Cool. Ja, eine Mini-Medaille. Perfekto. Und das andere ist hier. Cool, dass man für die Achievements auch was kriegt. Im Spiel selber, das ist ziemlich geil. Ich feiere das immer noch sehr. Eine Mini-Medaille. Das heißt also, die Achievements bringen hier auch mal was. Beziehungsweise in Anlehnung an Steam oder auf der PS4 dann wahrscheinlich auch. Ich habe 5 Medaillen. Kann ich mir was leisten, meinem guten Mann? Dann neue Rezepte. Ne, ich glaube, die sind mittlerweile einfach alle zu teuer. Okay, was herstellen. Lass mal. So, oh, die haben hier alle was zu sagen. Zumindest er hier. Hey Lucien, hast du Blaue irgendwo gesehen? Du meinst Medici, jetzt wo du sagst? Nein, habe ich nicht. Hab schon überall gesucht, aber ich kann ihn einfach nicht finden. Der war in letzter Zeit ein bisschen niedergeschlagen, weißt du? Ich mache mir Sorgen um den kleinen Kerl. In der Tat. Die Erkenntnis, dass seine Krone Rita nicht retten konnte, muss ihm einen schweren Schlag verpasst haben. Du glaubst doch nicht, dass der abgehauen ist, oder? Potztausend. Stehe ich hier nur rum und laber. Ich muss ihn schnellstens finden, verdammt. Oh, die beiden sind dicke Buddies. Oh, armer Medici, wohin könnte er nur gegangen sein? Na, er wird ihn schon finden. Du siehst wieder ein bisschen besser aus, Hauptmann. Das ist ermutigend. Ich danke euch, Eure Majestät. Jetzt, wo ich weiß, was zu tun ist, fühle ich mich weniger hilflos. Aber erlaubt mir die Frage, wie lange wusstet ihr schon, dass Rita und ich Kinderslicht sind? Seit euer beider Geburt, selbstverständlich. Du erinnerst dich bestimmt nicht daran, aber ihr wart nicht immer Arborianer. Das Licht der Welt habt ihr in einem Dorf namens Heiligshain erblickt. Seit Urzeit Heimat eures Clans. In meiner Funktion als Wächter betrachten mich
meine Pflichten, brachten mich meine Pflichten eigentlich gelegentlich dorthin. Edel war dein Geschlecht und in einer tief in traditionell verwurzelten Lebensweise verpflichtet. Eure Majestät, nie zuvor habe ich von einem Ort mit diesem Namen gehört oder habe ich es einfach nur vergessen? Das würde mich nicht überraschen. Eine Erinnerung, wo es sie gäbe, wäre wahrscheinlich schmerzvoll. Vielleicht ist es sogar besser, wenn sie verschütt gehen. Schmerzvoll, was meint ihr da? Es tut mir in der Seele weh, dir das sagen zu müssen, aber mein Junge, dein Geburtsort wurde zerstört, von Unbekannten in Schutt und Asche gelegt. Ich eilte nach Heiligsheim so schnell ich konnte, aber als ich mich im Dorf näherte, war alles bereits nur noch ein Meer aus Flammen und all deine Landsleute tot. Alle außer dir und Rita. Ich verstehe. Und so kam es, dass ich mich eurer angenommen habe. Ihr seid die einzigen Überlebenden der Kinder des Lichts. Ihr müsst beschützt werden. Vergeht mir, Lucien, aber ich... habe ich doch erneut in meiner Pflicht als Wächter versagt. Nie wieder. Hiermit erneuere ich meinen Schwur, euch um jeden Preis zu beschützen. Was auch immer kommen mag, ich werde an eurer Seite stehen. Nicht einmal der kalte Griff des Todes wird mich davon abhalten können, euch beizustehen. Mein Wort darauf. Yes. Eure Majestät, ich danke euch. Gut. Ich hoffe mal, mit Lucien wird auf jeden Fall alles gut gehen und wir werden Rita wiedersehen. Vielleicht schon sehr bald. Aber es würde mich freuen, euch wiederzusehen bei der nächsten Folge von Dragon Quest Heroes, wenn ihr wieder einschaltet. Das war es erstmal für heute. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren was schreiben oder auch mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefällt. Wenn euch das Video nicht gefällt, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten geben. Das ist vollkommen legitim. Würde mich nur gerne dann interessieren, warum. Alles klar, macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Dragon Quest Heroes.